Piazza Delfino. Wir haben schon die Insignie da gesehen, die war noch ein bisschen dreckig. Das können wir mit der Zeit korrigieren, beheben. Kurznachrichten, der Obstfrachter, kennen wir schon. Der noch bis vor kurzem den Hafen nicht verlassen konnte, ist vorübergehend wieder in Betrieb. Wir müssen den irgendwann mal besuchen, aber verschieben wir das erstmal. Ich bin ja so, ich glaube, es gibt auch wieder 8 Insignien pro Welt. Ich habe immer so 3 oder 4, glaube ich, bisher erstmal eingesammelt. Damit ich auch erstmal alle Level ein bisschen so kennenlernen kann, bevor ich mich an die wirklich schweren Aufgaben ranmache. Das Geheimnis von Toredoro. Da waren irgendwie noch 2 blaue Münzen da oben, die ich mir aufgehoben habe. Sagen die noch was Neues? Ich habe mit denen ja schon geredet. Ist noch ein bisschen ungewohnt, dass man mit den C-Knöpfen oder bei mir hier der C-Stick beim GameCube-Controller, dass man da nur nach links und nach rechts navigieren kann. Oben, unten geht gar nicht. Das ist nur bei Wind Waker so gewesen. Man merkt, ich habe jetzt schon so irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen nicht mehr gespielt. Jetzt sind meine Videos alle, jetzt muss ich wieder was aufnehmen. Na, was heißt müssen? Aber ich würde gern halt den Videofluss aufrechterhalten. Hui. Und außerdem habe ich natürlich Bock auf dieses Spiel. Und immer so die Frage, wie weit kann man vorspielen, wenn noch irgendwie ein geiler Tipp kommt. Kommt ja eh nie. Aber wenn doch, dann kann man darauf nicht mehr reagieren, wenn man schon viel zu weit vorgespielt hat. Ja, da wollte ich hin. Dazu benötige ich wohl diese neuartige Düse, die rote. Da ist eine blaue Kiste. Wir gehen jetzt zwar einfach mal davon aus, dass da auch eine rote ist. Und das war wohl falsch. Was haben wir denn hier drin? Man braucht hier definitiv diese rote Düse. Muss ich die jetzt echt von ganz da oben mir holen? Das wäre aber höchst unpraktisch. Münzen. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, das sind Münzen. Hier kommt man nicht hoch. Nein. Aber Moment, hier vielleicht. Die Kisten sind wieder nachgewachsen, nachgebaut worden. Seitdem ich das Level verlassen habe, gut zu wissen. Die hatte ich einmal schon zernichtet, aber das bringt nicht dauerhaft die Lösung. Da haben wir gesehen, die rote Kiste im Hintergrund und anscheinend in diesem Level ist das der einzige Ort. Hä? Der einzige Ort, wo sie zur Verfügung gestellt werden. Moment, ich muss hier hoch. Ich habe schlechte Erinnerungen an dieses Level. Das war nicht so leicht. Wie ging es denn hier jetzt weiter? Kann ich hier einfach... Uiup. Yep. Bin mir gar nicht sicher, ob das hier 16 zu 0... voll weggespritzt. ich bin gar nicht so sicher, ob die Originalbild 16 zu 9 war. Ich glaube noch nicht. Es wirkt halt gerade ein bisschen breit. Da nach hinten. Aber stört mich weniger. Weil so spielen erst recht nicht. Prinzipiell mag ich es tatsächlich lieber gestreckt als mit schwarzen Rändern oder gar selbst erstellten bunten Rändern. Die mag ich am wenigsten. Aber das ist ja Geschmackssache. So, haben wir sie. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal ganz an den... Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt muss ich halt das irgendwie anders machen. So, zack. Ja, gut. Man fühlt sich gleich wieder ein bisschen mehr eingeschränkt. Jetzt hat man nämlich quasi nur noch eine Düse. Statt 2. Und die muss auch erstmal aufgeladen werden. Aber wenn sie dann aufgeladen ist, dann wirkt sie halt mega gut. Diese blaue Münze da oben, die wollte ich schon beim letzten Mal. Jetzt können wir sie uns endlich einverleiben. Ja, bitte. Ich finde es ja schön, dass immer gespeichert wird. Eigentlich kann man keinen Fehler machen. Also vergessen zu speichern oder dergleichen, meine ich damit. Ja. Ich bin ja sehr gespannt, was in dieser weißen Kiste sein wird.
Ich hatte so eine Erinnerung, dass ich das Spiel schon, zumindest die Story, durchgespielt habe, aber ist halt auch schon wieder länger her. Was da zum Beispiel in so einer Kiste drin ist, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich werde mich bestimmt wieder dran erinnern, wenn es soweit ist. Wieso ist das jetzt nicht aufgeladen? Hui, ja. Gut. Haha, der Arme. Ich weiß, du wartest nur darauf, dass ich etwas anderes sage. Du nervst mich, verschwinde. Du tust mir ja schon ein bisschen leid. Ach so, gut. Ach, ich habe vergessen, wie das war. Es war hier irgendwie anders. Ah, mit A. Also AA, haha. Nicht mit B, wenn man an der Seite am Gitter hängt, aber das werde ich sowieso jedes Mal wieder aufs Neue, glaube ich. Moment, die blaue Kiste bloß nicht jetzt berühren. Moment, ich habe da was anderes gesehen. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Stimmt, die Zeit hat nicht gereicht. Das war viel zu knapp bemessen. Boah, da werde ich noch meinen Spaß haben. Vielleicht bekomme ich irgendwie eine Shortcut-Funktion später. Versuchen wir es erstmal hier so hochzukommen. Das reicht irgendwie nicht. Ich habe da meine Überlegungen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Ja, hallo Mario, sei doch nicht so doof. Guck doch mal, was man dir sagt. Okay, ich habe eine Idee. Erstmal hier hoch. Stück für Stück schreiten wir voran und der Wind fesselt uns fast. Ich hätte gerne erstmal... Das war klug von mir. Das war super klug. Ich brauche ein bisschen Wasser. Gibt es hier irgendwo Wasser? Ich bin immer kurz davor, diese blaue Kiste einzusammeln, aber die wäre tödlich gerade. Dann muss ich die rote Düse nochmal suchen. Oh, mal gucken, wie lange es noch reicht, das Wasser. Dieser doofe Schleim, wenn der nicht da wäre. Gut, das kann man vergessen kurz. Wasser. Er hat ja diesen Weitsprung nicht. Aber... Zumindest in die Richtung. Ja, genau so. Auffüllen, bitteschön. Komme ich auf demselben Weg auch wieder zurück? Das wäre ja sehr verwegen, das zu denken. Aber vielleicht... Ja, ja. Klappt, genau so habe ich mir das vorgestellt. Puh, ein bisschen Stress, ein bisschen... Bisschen Schweiß, aber macht nichts. Man muss halt wieder reinkommen. Ist nur Mario, also so viel muss man auch nicht reinkommen. Hoffen wir mal. Ich will trotzdem erstmal die blau... Ah! Ja, er kann nicht kicken in diesem Teil. Ich hab's kapiert. Ich weiß das eigentlich. Es ist halt so ähnlich wie Mario 64. Da denkt man doch manchmal, er kann weit springen, er kann kicken. Er kann geil sein, er kann aber eigentlich nur spritzen. Er ist zum Spritzer degeneriert. Die blaue Münze, da waren sie da oben drüber, genau. Moment, er kann sich auch nicht ducken und den Rückwärtssalto machen. Er kann gar nichts mehr, der arme Typ. Oh! Ja, Steuerung, es sieht so einfach aus. Aber es ist nicht so simpel, wie sich das Ganze darstellt als Zuschauer. Macht das mal selber. Und dann urteilt über mich. Das sei euch mal gesagt. Heieiei, da kommt aus dem Nichts ein Wind. Der hat sich die ganze Zeit schon angekündigt. Das Wasser ist schon wieder fast leer. Aber nur weil er sich ankündigt, heißt es ja nicht, dass er wirklich ernst macht. Wer hätte denn damit rechnen können? So, einfach drauf landen? Ah, viel zu weit. Da wäre noch so eine geile Special-Ansicht vonnöten, wo man runtergucken kann, wie mit dem Käfer bei Skyward Sword. Rede ich heute irgendwie ein bisschen mehr als sonst? Ich habe so das Gefühl, liegt vielleicht daran, dass ich gerade eine Buchlesungsaufnahme gemacht habe und da die ganze Zeit bloß keine Stille aufkommen lassen wollte und jetzt habe ich wieder kein Wasser mehr. Toll, ein letzter Versuch. Ich bin noch nicht mal in dieser Höhle drin, wo die eigentliche Aufgabe auf mich wartet. Ey, ich wollte gerade springen. Dann kommt der schon wieder, dieser Doofe. So, jetzt einfach drauf landen. Danke, nimm's. Perfekt. Fortschritt. Und wenn es jetzt noch klappt, diese blaue Münze. Oh, bleib oben. Oh nee. Nee. An wen erinnert mich das? Irgendwoher kenne ich das. Nee. An irgendeine Ente? Frosch? Enton? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Oh, Moment, ich bin schon voll. Und das nur mit Wasser. Oh, fliegende Fische. Hä? Irgendwie tun die mir nichts. Ja, jetzt passt doch auf, Mario. Man kann es ja auch nicht
cheaten wieder anscheinend seine Lebensenergie, wie in Mario 64. Da muss man einfach nur ins Wasser gehen. Oh, Vorsicht! Au, shit! Nein! Arrivederci! So eine verarschte Melodie. Die werden wir noch öfter hören, vor allem in diesen kurzen Runden. Mit dieser tollen Mucke, wenn ihr wisst, was ich meine. Könnte sein, dass sogar die eigentliche Aufgabe, die auf uns hier wartet, daraus bestehen wird. Es ist nichts unmöglich. So, aber die blauen Münzen habe ich. Also können wir uns jetzt geruhsam der eigentlichen Aufgabe widmen. Und müssen natürlich vorher erstmal wieder die Geule Düse uns holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der schnellste Weg ist, aber es ist auf jeden Fall ein Weg. Viele Wege führen nach Rom. Viele Italiener wären gerne Römer. Hoch. Genau, wieder an dieser Stelle. Ach, das geht wieder erstmal runter. Halt dich fest. Oder auch nicht. Gut, der hat nochmal ein bisschen sich vollgesogen mit Wasser. Also kann man das auch als Erfolg verbuchen, wenn man es denn so möchte. Genau, und dann hier hoch. Nicht mein Lieblingslevel, muss ich mal sagen. Aber die Gegner sind witzig. Wo war denn jetzt die rote Düse da hinten? Offenbar sollte einfach der Weitsprung nicht mehr sein, damit man die Düse besser, also den Dreck weg an sich besser in Szene setzen kann. Machen wir das jetzt? Na, ich muss erstmal springen, sonst hat das keine Wirkung. Ja, fast. Fast geil. Nicht nochmal. No. So, huh. Moment, die blaue Münze da oben habe ich nicht bekommen gehabt. Hatte ich kein Wasser mehr. Aber jetzt bin ich direkt drauf, ich glaub's ja nicht. Oh, er kann nur geradeaus. Okay, das sollte ich mir merken. Ich muss mich erst richtig positionieren und dann... Oh, Vorsicht. Und dann erst die Düse aktivieren, denn danach kann ich nichts mehr machen. Hä? Wie haben die sich denn das vorgestellt? Ach so, ich weiß. Bisschen tricksen. Springen und dann die Düse betätigen. Puh. Ja, man kommt nicht allzu weit pro Video, aber man kommt weit. Also man kommt weiter. Wo sind wir jetzt? Ah, ich hab's mir doch gedacht. Oh ja. Geile Musik, geiler Hintergrund. Geiles Level. Ah, ist nicht so weit. Gut. Jedenfalls ohne Düse, da kann man so sehen, wie man will. Also manche mögen das vielleicht. Aber weil man jetzt nicht mal mehr Weitsprünge machen kann. Oh, Vorsicht. Man kann sich auch nicht ducken hier, obwohl man keine Düse hat. Man ist also quasi ein Invaliden-Mario. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Man kann da mitten rein sogar gehen. Aber ich glaube, mehr als Leben kann man da auch nicht erwarten. Ist doch länger, als ich dachte. Es sah so kurz aus. Jedenfalls jetzt wieder ein Leben. Wo ist das Ende? Ich kann es nur erahnen. Danke. Holzzahnräder. Ich fühle mich hier wie im Kinderzimmer. Wo ist... Ach, ich sehe da ganz hinten, wie lang das Level eigentlich ist. Gut. Es ist noch das dritte Level oder so insgesamt. Es kann doch noch nicht so schwer sein, oder? Ups. Schüssmünzen, aber ich darf wieder hier starten, oder? Ja, aber ich habe ein Leben verloren, macht nichts, weil die sind ja wenigstens mal so fair und setzen da 1-2 Leben immer mitten rein. Man muss halt nur bis zu diesen Save Points quasi kommen. Checkpoints mittendrin gibt es ja leider nicht, aber das macht ja den Reiz aus.
Wie beim Speedrunner, der macht ja auch nicht immer nur seine kleinen Abschnitte und lässt es dabei bewenden. Der will es von Anfang bis Ende schaffen. Oh, Vorsicht. In seiner schönen Zeit. Die Speedrunner tun mir ja sehr leid, die dieses Spiel hier speedrunnen wollen. Die werden sich an diesen Leveln hier sehr erfreuen, glaube ich. Hauptsache, man kann die Musik mitsummen. Ich meine, die Entwickler wissen ja, was ein Spieler von einem Spiel erwartet. Mitsummen. Mehr muss man gar nicht. Ich glaube, das bringt nichts, oder? Höchstens ein Leben. Das wäre aber total scheiße, wenn man das jedes Mal wieder machen muss. Wegen einem lumpigen Leben. Dann reicht mir das Leben, was ich bisher schon eingesammelt habe. Was war an der Schraube jetzt schöner als an dieser, dass da eine Münze rauskommt? Ja, Steuerung Mario war schon immer eine Synergie ohne Gleichen. Aber ist ja besser als Mario 64, oder? Minimal, minimal. Galaxy ist jetzt auch nicht irgendwie eine Verbesserung gewesen, habe ich das Gefühl. Ich habe den ersten Teil ja zumindest gespielt. Wenn auch ohne allzu große Freude. Den zweiten Teil, der soll ja besser sein und glaube ich auch schwieriger. Aber den habe ich mir dann gleich gespart. Nur so ein halbes Let's Play angeguckt. Ich gucke es auch noch zu Ende, wenn der Let's Player irgendwann mal weiterspielt. Immer Geduld bei sowas. Man darf sich da nicht hetzen lassen. Vom Zeitgeist. Dann dauert das Video halt 3 Stunden. Ist mir doch egal. Ich habe da eine Schere zu Hause. Die ich aber nicht verwenden kann. Denn bin da viel zu hip für. Ich kann nur alte Schreibmaschinen verwenden. So, das hat sich voll gelohnt. Das mache ich nie wieder. Puh, was sollte das denn für eine Verarsche sein? Man sollte einfach nur hier irgendwie wieder runterkommen. Nämlich hat es nur hochgeschaukelt. Ja. Halt dich bloß fest. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier festhalten kann. Das sieht fast nicht so aus. Aber nur fast. Waha! Ich finde das gar nicht zum Wahan. Nimm das Leben. Nimm das Leben. Nimm das Leben. Ach, er kann sich sogar drehen. Den Sprung habe ich jetzt wieder voll vergessen. Also, ich drehen kann. Ich dachte, das wäre erst bei Galaxy. Weil eigentlich voll V-Mode abhängig und ja. Ja. Geil. Geilomatico. Dieser 8-Bit-Mario im Hintergrund. Ja, ich könnte es auch einfach abbrechen, diese Sequenz. So, wir haben aber ein Leben gut. Wir müssen uns also überhaupt nicht stressen. Gerade dieser Anfang hier mit diesen Holzblöcken, wie aus einem Kinderzimmer. Der muss uns ja gar nicht schockieren. Das geht mit mir. Ja, das ist anstrengend. Da wurden meine Tabletten nicht genommen. Ich glaube, das merkt man. So. Alles gut, wir haben 5 Leben. Also jetzt können wir eigentlich nur gewinnen. Die ich bloß. Irgendwie macht Spaß. Gut, ja, alles bunt. Grau ist viel cooler. So war's geplant, aber ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert. Einfache Sprünge sind sehr gefährlich, muss ich ja sagen. Nimm's doch den Dreckpilz, der. Ah, diese Drogen immer. Die lassen einen doppelt sehen. Gut, wo soll das hinführen? Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel ist. Ich gucke immer nur auf den nächsten Block. So, wo geht... das ist groß, das ist breit und das ist fett. Voll fett. Wo geht's hin? Wo geht's weiter? Das gefällt mir ja gar nicht. Vorsicht. Okay, da... das ist weit weg. Ich habe keine Spritze, Düse. Wie gesagt, ich habe es geschafft, ja. Ja, die Dinger werden noch richtig schwer. Bisher war es hier ganz leger. Ach ja, 2 Stelle sind wir schon. Wie viele blaue Münzen habe ich?
Kann ich da schon wieder was eintauschen? Piazza. Oh! Bowser Mobil. Zwischenboss? Sollen wir den mal besuchen? Kann ich das vielleicht verschieben? Das wird mir jetzt bestimmt gesagt bei den Kurznachrichten. Prinzessin Peach vom Pilzkönigreich scheint erneut gekidnappt worden zu sein. Für was ist sie eigentlich gut? Nur dafür. Der Entführer wurde zuletzt im Westen gesehen. Mit der Prinzessin im Schlepptau. Ja. Die Toads sind schon ganz aufgewühlt und auch die Einheimischen sind höchst erbost. Aber um die kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Diese Prinzessin. Nichts als Ärger mit den Frauen. Dieser Klempner.